Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr habt es am Titel schon gesehen, ich stelle euch heute mein neues Projekt vor, beziehungsweise werde euch ja ein bisschen erzählen, was ich in Zukunft vorhabe. Ihr habt es am Titel schon gesehen, wir bauen ein, oder ich plane ein VR6 Turbo Projekt. Kurzer Hintergrund dazu, ich habe vor ja, etwas über 5 Jahre, 6 Jahre mittlerweile, habe ich mein erstes Auto, war ein Golf 3. Ich blende euch mal, wenn ich finde, noch ein Foto ein. Da kamen dann so langsam die Einstiege in den Tuning-Bereich, beziehungsweise ich bin über K-Hifi zum Tuning-Bereich gekommen und habe dann, habe ein bisschen an meinem ersten Golf schon umgebaut etc. Aber da war ein 6er 75 PS drin und damals hatte ich schon den Traum oder das Ziel, yo, Digga, irgendwann musst du mit deinem fetten Arsch in einem VR6 Turbo sitzen. Ja, kam damals alles ein bisschen schwierige Zeiten. Und ich war, ja, wie nennt man das, zu der Zeit ein bisschen inkompetent auf dem Bereich. Also es war mehr so, ja, Hobbygetüftel, ein bisschen mal gucken, was geht. Hat sich dann im Sande verlaufen. Dann musste ich mich von dem Auto verabschieden. Dann kam erst noch ein GTI dazwischen für eine kurze Zeit und dann irgendwann noch ein E36. Und dann habe ich mir mein Baby hier hinten gekauft. Das ist jetzt ungefähr so plus minus 3 Jahre her. Den Wagen kennt ihr noch gar nicht, damit ihr mal so einen ganz groben Eindruck kriegt. Ich meine, jetzt gerade ist abgemeldet, steht auch hier schon ein paar Tage. Nicht mehr der beste Zustand, Felgen sind runter etc. Damit ihr aber mal so einen kurzen Teaser bekommt, wie das Auto in Aktion aussah, habe ich einen kurzen Karton gedreht, den zeige ich euch jetzt hier an der Stelle. Viel Spaß! Yeah, look at me, I'm the one. Really, I'm just having fun, ey. People be all in my DMs, but really, I know what they want, yeah. I don't really want attention, stop begging me for a mention, ey. I know I'm sounding conceited, but I'm just trying to cut the tension, yeah. I'm breaking solace, I'm worried about mileage, I feel like I live on the road now. Night after night, I reverse it so tight, got me feeling like I am so cold now. Lately, I've been on the way, you know there's nothing to say. You told me I stay with the change, shorty, that's part of the play. I'm something that you couldn't save, yeah. Look at the face of my peers, told them to give me a mic in a year. Now I got fans living in Germany, know that you heard of me, this is my year. They say that I'm changing and think that I care. Everything I do is bringing them fear. Everything I do is bringing them near. Doing it my way, I'm making it clear. I wrote this shit without revision. You know that I'm with it. I don't give a fuck about your vision. Can Michael the one that be winning? I've been on a mission cause I need. Ihr habt einen Eindruck, das war mein oder ist mein Kfz. Den habe ich vor 3 Jahren gekauft im absoluten Originalzustand. Ich habe den gekauft für sage und schreibe 250 Euro. Der war komplett runtergebumst. Also wirklich. Der war eigentlich im Arsch und ich habe den noch nur gekauft, weil es ein sehr guter Preis war, weil er noch ein Jahr TÜV hatte und nur eben ja noch ein Jahr mit Juckeln und dann in die Tonne. So. Ist natürlich dann wieder alles ein bisschen anders gekommen, denn ich habe mich irgendwie ein bisschen in das Auto verguckt. Das Geile ist, und das stand damals eigentlich erst fest, das war so ein Zwischenstep von mir, das kam erst hinterher. Ich habe in die Papiere geguckt und habe gesehen, Alter, das Ding ist ja scheiße leicht für einen Golf. Mein 1,6er damals, der hat irgendwo 1,1 oder sowas gewogen. Der GTI, den ich zwischendurch drin hatte, der hat sogar 1,2 gewogen, weil er noch ein bisschen mehr Sonderausstattung und so hatte. Und da habe ich in die Papiere geguckt und gesehen, Alter, das Ding wiegt ja gerade mal eine Tonne. So, eigentlich ziemlich geil. So, und dann stand mein Plan, okay, alles klar, ich baue mir einen 16V-Projekt, 2L16V ABF. Wäre geil. Wäre definitiv geil. Problem war damals, ich habe zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung angefangen. Dementsprechend war der finanzielle Background nicht sonderlich gut. Was soll ich sagen, 3 Jahre später ist immer noch ein 1,8er mit 75 PS drin. Ich habe aber in der Zwischenzeit erstmal die ganze Karre durchrepariert. Denn, wie gesagt, der hatte einen Frontschaden, der war komplett im Arsch. Hab da alles ein bisschen, was heißt komplett im Arsch, aber ne, neue Motorhaube drauf, neue Scheinwerfer rein, neuen Kühlergrill rein, neue Stoßstange rein, neuen Schlossträger rein. Ihr kennt das Prozedere. Hab das erstmal gemacht, dann habe ich angefangen, erstmal die technischen Mängel zu beseitigen. Rost, Jungs, Alter. Rost, Alter. Also der war richtig richtig hardcore am Rosten. Da habe ich so viel dran rumgeschweißt, das gibt es gar nicht.
Ja, da hat sich der Weg so ein bisschen gemacht und dann kam auch, dann habe ich die erste Anlage eingebaut und dann war sowieso vorbei. Und dann habe ich angefangen, noch hier so ein bisschen, da und ein bisschen, und dann kam ich durch den Zufall auf die Lenso BSX, die ihr in den Porn gesehen habt, die kam dann drauf. Und dann dachte ich mir, boah, das sieht ja eigentlich schon brutal aus, aber irgendwie ein bisschen hoch, der Bomber. Dann kam noch ein Fahrwerk dazu und dann habe ich mir gedacht, boah, ist ja schon brutal geil, aber irgendwie sieht der Lack scheiße aus. Ja, dann habe ich den in einem Wochenurlaub in Oliv matt lackiert. Jungs, die Farbe, Alter. Ohne Witz, brutal, gefällt mir so mega gut. Egal, viel hin und her gelabert. Ich blende euch mal hier zwischendurch, habt ihr das wahrscheinlich schon gesehen, ich blende euch mal so ein paar Bilder ein zu den Autos, was ich erzählt habe, wie ich den gekauft habe, etc. Und von so ein paar Zwischenstücken. Es war ja ein sehr, sehr, sehr weiter Werdegang mit diesem Kfz. So, jetzt habt ihr es ja gesehen in den Videos, ich habe mir den Passat geholt als Altersauto. Und da bin ich ehrlich, deswegen steht er auch jetzt hier abgemeldet, seitdem ich den Passat habe, bin ich mit dem so gut wie gar nicht mehr gefahren. Hat mehrere Gründe. Der erste Grund, 1,8er 75 PS. Wenn du aus dem 1,9er TDI, der wirklich gut kommt, aussteigst, ja, dann drückst du auf Gas und du denkst dir, irgendwas ist kaputt. So, das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist so ein bisschen, ja, ich habe es das letzte Jahr ein bisschen schleifen lassen, da sind ein paar Kleinigkeiten dran zu machen, gerade im Innenraum etc. Ich habe ein bisschen was dran gemacht und ein bisschen was umgebaut, aber eben nicht so, nicht so geil. Und der wichtigste Grund, weil der ja ein bisschen stand, haben sich da Mäuse eingenistet. Dementsprechend riecht der von innen drin sehr angenehm und das macht keinen Spaß beim Fahren. Ja, Ende vom Lied. Da steht er. Und jetzt steht fest, ich habe es euch ja in dem letzten Video schon erzählt, ich bin jetzt gerade in der Endphase meiner Ausbildung. Ich habe ja vor 2 Wochen oder was jetzt mittlerweile meine theoretische Gesellenprüfung geschrieben und jetzt im Januar die praktische. Das heißt, dann bin ich fertig damit, dann soll es finanziell besser aussehen und dann ist ja mehr oder weniger die erste Aktion, die kommen wird, VR6 Turbo. Ich habe drei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten habe ich. Und ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig, was ich machen soll. Deswegen mache ich auch dieses Video. Ihr könnt mir das gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr am coolsten findet. Ich zeige euch die gleich noch ein bisschen im Detail, denn ich habe drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, da bin ich ein bisschen hingezogen, wäre es, da ein VR6 reinzubauen. Erstmal original umzubauen auf Sauger, dass es komplett einfach ein VR6 ist, den eintragen zu lassen und dann damit anzufangen. Weil ich habe einfach zu dem Auto eine gewisse Bindung. Was jetzt dann ein bisschen dagegen spricht, ist, es wäre richtig brutal scheiße viel Arbeit und würde sich, egal wie man es dreht und wendet, finanziell eigentlich nicht lohnen. Ich würde den nochmal neu lackieren, denn die Lackierung, die ich gemacht habe, ist geil geworden. Aber das ist jetzt auch mittlerweile 2 Jahre her. Ich habe den als Altersauto vergewaltigt, da ist die ein oder andere Macke drin. Sieht nicht toll aus, ich müsste den komplett neu lackieren. Ich müsste ja sowieso Motor umbauen, eintragen lassen. Da muss ich mich erstmal noch schlau machen, welcher TÜV mir das überhaupt noch einträgt. Weil ich war bei mir hier in der Stadt in dem TÜV und die sagten, ich gehe mal nach Hause. Aber da soll es ja Möglichkeiten zu geben. Und ja, ich würde den gesamten Innenraum komplett neu machen. Denn wie gesagt, das riecht alles so ein bisschen nicht ganz angenehm. Ein paar Kabel neu verlegen etc. Also es wäre ein richtig heftiger Aufwand Arbeit. Aber da bin ich im Moment, ja, das ist so mein Favorite, weil wie gesagt, ich habe einfach zu dem Auto in den letzten Jahren eine gewisse Bindung aufgebaut. Und der ist natürlich als Grundbasis relativ geil, weil wie gesagt, der wiegt eben jetzt gerade nur eine Tonne. Der hat kein Schiebedach, der hat keine Airbags, der hat kein ABS, nichts. Der hatte, ich weiß nicht, was der Typ damals bei VW gemacht hat, der hat da auf jeden Fall ein paar passende Kreuze hingesetzt. Der hat nämlich Sonderausstattung so gut wie alles gehabt, aber eben diese Sicherheitsfeatures, die eigentlich kein Mensch braucht, nicht gehabt. Und deswegen ist die Karre so verdammt leicht. Kein Schiebedach, das spart schon mal brutal was ein. Kein ABS, kein Airbag. Kein Airbag finde ich am geilsten, weil du kannst legal dann Sportlenkrad fahren. Und das ist auch ganz wichtig, das ganze Projekt soll TÜV abgenommen, legal sein, alles. Deswegen, ja, ist halt cool. Zusatzfeatures hatte der, habe ich gerade vergessen euch zu erzählen, der hat eine Klimaanlage serienmäßig gehabt. Kann ich euch jetzt hier offen und ehrlich sagen, ist die blödeste Idee, auf die man kommen kann, sich eine Klimaanlage auszubauen. Ja, ich dachte mir, komm, because Racecar, brauchst du eh nicht. Ja,
Töp. Egal. So. Deswegen, das wäre die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die zeige ich euch gleich auch noch im Anschluss. Ich habe einen VR6 hier. Der ist schon über Umwege, ist das meiner. Ja, wenn wir beim Thema Zustand sind, ne? Muss ich ganz, also die Karre ist richtig im Arsch. Also richtig im Arsch. Und die zweite Möglichkeit wäre, den wieder fertig zu machen. Das Schöne dabei ist, da ist der VR6 schon drin. Ich würde mir das Geld für die Eintragung sparen. Das Schöne dabei ist, der hat geile Eintragungen. Der hat einen Fächerkrümmer in Kombination mit einer Basto Gruppe A, die alte, und einem offenen Sportluftfilterpilz. Also da kommt, was da hinten rauskommt, ist geisteskrank. Und das würdest du wahrscheinlich heute so gar nicht mal eingetragen kriegen. Das wäre ein weiterer positiver Fakt. Und positiv wäre noch, ich muss nicht ganz so viel umbauen. Ich muss den Motor nicht umbauen. Also wahrscheinlich müsste ich den Motor rausgucken und umbauen gegen den anderen VR6. Aber ich muss die Pedalerie nicht umbauen. Ich muss das Schaltgestänge nicht umbauen oder beziehungsweise auf Schaltseile umbauen. Ich spare mir einfach sehr, sehr viel. Ja. Problem an der Sache ist, wie gesagt, der Zustand, die Karre ist richtig im Arsch. Ich zeige euch das gleich. Die Karosserie ist im Arsch, der muss gespeist werden, da muss verbeult, kaputt. Einfach, ihr seht es gleich, ist einfach Pisse. Ja. Die dritte Opportunity, da bin ich eigentlich gar kein Fan von, weil das nicht meine Art ist und das wäre auch nicht cool und weiß ich nicht, wäre es, mir einfach ein paar Monate Geld zu sparen und für, keine Ahnung, 4.000, 5.000. einen VR6 zu kaufen, der in einem sehr guten Zustand ist, wo ich nicht viel schweißen muss, wo ich den Innenraum nicht sonderlich krass neu machen muss, etc. Das wäre natürlich der einfachste Weg, wahrscheinlich auch der günstigste Weg, denn ich habe mir das so grob hochkalkuliert, egal ob ich den umbaue oder ob ich den umbaue, es wird definitiv teurer als das, was ich bezahlen würde, wenn ich mir einen noch guten VR6 kaufe. Aber wie gesagt, Freunde, da bin ich am meisten von abgeneigt. Weil, wie gesagt, Bindung zu dem Auto und ich will, das ist, ja, könnt ihr euch merken, ich will ein bisschen was zu tun haben. Und wenn ich ihn umbaue und alles selber neu mache, dann weiß ich, was ich habe, dann weiß ich, wo ich stehe und dann weiß ich, dass das gut ist. Das sind die drei Möglichkeiten, die ich habe. Wie gesagt, ich persönlich tendiere dazu, meinen umzubauen, einfach, ja. Ich wiederhole mich zum 20. Mal, weil ich eine gewisse Bindung zu dem Auto habe und, ja, weil ich auch Bock habe umzubauen, bin ich ehrlich. Hab ich ein bisschen Bock drauf. Schreibt mir jetzt schon mal an der Stelle unten in die Kommentare, was ihr machen würdet. Was ihr für die schlauste Entscheidung halten würdet und was ihr auch am liebsten sehen würdet. Klar ist, ich werde das Ganze in videografischer Form festhalten. Und wenn ich meinen umbaue oder auch wenn ich den VR da hinten fertig mache, das gibt Videos ohne Ende oder Sachen ohne Ende, die ich euch dann zeigen kann. Wenn ich mir einen fertigen kaufe, wo ich einmal mit der Poliermaschine drüber gehe, ja, geht auch. Egal. So, kurz dazu, warum will ich erstmal auf Sauger VR6 umbauen? Oder warum will ich erstmal einen Sauger VR6 haben? Ich bin im Golf bis jetzt, das Stärkste, was ich hatte, war der GTI 2 Liter mit 116 PS. Und ein Sauger VR6 würde mich schon kicken. Ich möchte eine kurze Zeit, so über ein Jahr ungefähr, möchte ich den Klang vom Sauger haben und erstmal mit dem Auto eins werden, Kinderkrankheiten beseitigen und mich erstmal ein bisschen an den 174 PS erfreuen. Denn, das muss ich feststellen, wenn ich, der runtergebumste, der war nur angemeldet, den konnte ich ein bisschen fahren. Das als Sauger, das macht auch schon brutal Bock. Und da möchte ich mir so ein bisschen das Step-by-Step machen. Ich möchte den erst als Sauger fahren, keine Ahnung, ein Jahr oder so, keine halbes Jahr, ich weiß es nicht. Und dann erst wirklich hingehen, dass wenn der läuft, nebenbei den Motor bauen, noch einen Motor besorgen, den komplett stabil bauen, komplett geil bauen, dass ich dann letztendlich nur noch einen Swap machen muss, alten raus, neuen rein, bisschen Kabelbaum anpassen, ein bisschen Steuergeräte anpassen und das war's dann. Das wird so der grobe Plan sein. Oder die grobe Richtung. Ich werde mir erst einen VR6 Sauger bauen und dann den eben auf Turbo umbauen. Unabhängig welchen ich mir nehme. Das ist eine schwierige Entscheidung, Freunde. Ihr merkt auch in dem Video, dass ich vielleicht ein bisschen hin und her habe. Ich bin mir selber halt einfach noch nicht einig, was ich mache. Wie gesagt, ich tendiere dazu. Aber ja, dann kommt noch ein weiteres Problem.
Ich hätte schon anfangen können, den auseinanderzureißen und umzubauen. Problem ist, ich muss im Mai muss ich hier aus meiner Halle raus, muss mir eine neue Halle suchen und ich habe Stand jetzt noch keine neue Halle. Und ich habe relativ keinen Bock, wenn ich die Karre komplett auseinandergelegt habe, dann umzuziehen. Dann geht die Hälfte verloren, du suchst dich nachher dumm und dämlich. Das ist einfach ein bisschen kacke. Das heißt, egal was passiert, das Projekt würde wahrscheinlich sowieso erst starten, sobald ich eine neue Halle gefunden habe. Das heißt nicht, dass das im Mai ist, ich bin aktuell auf der Suche, aber Freunde, wenn ihr selber schon mal nach einer Halle gesucht habt, das ist eine Katastrophe. Ihr kriegt so gut wie gar nichts und das, was es gibt, ist dann vollkommen überteuert. Aber ist egal. Darum soll es in diesem Video auch nicht gehen. Das ist nur so ein weiterer Knackpunkt, den ich noch habe, den ich ein bisschen berücksichtige. Gut. Genug dazu. Ich glaube, ihr wisst jetzt, wo aktuell der Stand ist. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, was ihr am liebsten sehen würdet. Was ihr am geilsten findet. Und ich hänge jetzt hier hinten noch eben dran. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz meinen bisschen im Detail, was noch zu machen wäre. Und einmal die Bumsbude da hinten. So, Freunde, fangen wir bei meiner Bumsbude an. Wie gesagt, ich zeige euch den Stand mal jetzt ein bisschen. Es steht einfach nur auf Stahlfelgen. Ich zeige euch mal den Innenraum. Ja, Premium. So, Freunde, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz in den Innenraum. Ihr seht, ich habe ja schon ein bisschen was zerlegt. Ich habe die Türpappe abgebaut etc., weil ich mir da Lautsprecher rausgeklaut habe. So sieht es hier aktuell von drinnen aus. Ihr seht, auch nicht sonderlich geil. Der Dachhimmel ist auch ein bisschen am Schimmeln. Den habe ich eigentlich erst vor einem halben Jahr oder sowas neu bezogen. Der Beifahrersitz sieht nicht lecker aus. Der Fußraumteppich sieht nicht lecker aus. Da müsste einiges neu, hinten auch ganz schön zerruppt. Ich zeige euch das mal von hinten. So sieht er aktuell von hinten aus. Ich habe mir den Subwoofer rausgenommen, da ist mal die Holzplatte drin. Oh, ich habe noch Bremsenreiniger, toll. Ja. Also, ich ficke die Mäuse, die hier drin waren. Ohne Scheiß, Freunde, das ist so widerlich. Also, egal was passiert. Ich sage schon noch mal kurz von vorne. Ich müsste auf jeden Fall den gesamten Innenraum neu machen. Armaturenbrett raus, neues Armaturenbrett rein. Alles irgendwie neu machen. Aber ihr seht es von vorne. Ich fahre von innen lackierte Dokas. Die finde ich geil. Die werde ich auch, egal was passiert, behalten, wenn ich den umbaue. Ja, ihr seht es. Ich habe mir von außen eigentlich noch relativ original, außer dass er jetzt gerade ein bisschen tiefer ist und ich viel mit Lack und mit so Kleinteilen innen gemacht habe, weil ich bin kein Fan davon. Das habe ich damals gehabt, das ist aber mittlerweile, finde ich, ein bisschen peinlich, wenn du da riesen GFK-Schürzen dran hast etc. Aber das ist der aktuelle Stand von meinem Bomber und jetzt zeige ich euch die richtige Katastrophe. So, Freunde, jetzt zeige ich euch mal die richtige Katastrophe. Ihr seht es von außen, so vom Weitem erstmal gar nicht so scheiße. Der ist bullentief, da ist auch das Schöne, das ist eingetragen. Der hat eine Ventofront vorne dran, auch relativ cool. Von außen sieht es gar nicht so scheiße aus. Das Ding ist, wenn man hier ins Detail guckt, findet man einiges. Das Problem ist, der Vorbesitzer war ein bisschen... ihr seht, hier ist alles absolut locker. Die Scheinwerfer sind nur so irgendwie reingefuscht. Hier seht es, glaube ich. Das ist alles irgendwie locker und alles kacke und irgendwie... Ja, die Stoßstange ist locker, also richtig gefuscht. Hier hinten das Seitenteil. Da hat der mal gebrannt. Ihr seht es jetzt nicht, weil es nass ist, aber hier ist der Lack hochgekommen. Das sieht alles kacke aus. Also den müsste ich definitiv auch neu lackieren. Da hat mal irgendein Profi versucht, den Kotflügel zu lackieren. Und auch, ihr seht, Beulen drin ohne Ende. Schweller ist kacke. Der ist geschweißt worden. Aber ihr seht, da ist schon wieder überall am Rosten. Und die größte Katastrophe. Boah, ich dachte, meiner wäre schlimm, Alter. Ja, Freunde. Sieht man das? Hier ist alles pelzig. Hier ist... Und hier hat der Vorbesitzer versucht, eine Anlage reinzubauen. Der sitzt da hinten.
hier fehlt alles. Es ist alles irgendwie auseinandergebaut, alle Kabel durcheinander gerissen, alles irgendwie gefuscht, kaputt und kacke und irgendwie nicht geil. Das heißt, auch bei diesem Auto müsste ich definitiv den Innenraum komplett neu machen. Was cool ist, der hat rote Gurte und ich würde mir hier, wenn ich ihn umbaue, auch einige Sachen klauen. Obwohl, wenn ich mir das... Warte, sieht man das? Alter Vater, ist das pelzig. Ja, da müsste ich gucken, ob man die sauber kriegt. Aber die Sitze werde ich definitiv nicht umbauen. Weil ich, da will ich doch kein Mensch mehr draufsetzen. Ja, da hinten seht ihr, es ist alles irgendwo... Hier ist alles irgendwie kacke und kaputt und ja, nicht geil. Hier fehlt das Seitenteil, das seht ihr auch mal drin. Boah, sieht man das? Wie es da drin gebrannt hat. Ja. Belastend, also wirklich kein geiler Zustand. Ich lasse den einfach so. Ja, also wirklich nicht geil. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den nicht fertig machen würde. Motor. Als ich den bekommen habe, habe ich die Kompression gemessen. Und das Komische ist, auf der hinteren Bank, also den hinteren Dreizylindern, hat der überall nur 8 Bar Kompressionsdruck. Und auf den vorderen drei konstant 13 Bar, also in Ordnung. Die hinteren aber nicht in Ordnung. Ja, müsste ich nachgucken. Der läuft auch nicht geil. Der hat auch schon irgendwie, den habe ich vor einem halben Jahr schon mal umgebaut. Der hat schon einen neuen Motor drin. Aber irgendwie vom Schrott ein mit 300.000 gelaufen, denn 10 Jahre in der Ecke stand. Also Motor auch kacke. Ich denke mal, die Kompression liegt irgendwo am Nockenwellenantrieb, dass da irgendwo die Nockenwelle eingelaufen ist oder sowas. Also theoretisch, ja. Ihr seht es, Freunde, schreibt es mir in die Kommentare, soll ich das Ding wirklich fertig machen? Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich glaube, das ist verschenkte Mühe. Da müsste ich alles neu machen. Was ich aber machen könnte, wäre von dem eben die Sachen nehmen. Die Schaltseile nehmen, die Pedalerie nehmen. Das Getriebe, das ist noch gut, das haben wir neu gemacht. Das könnte ich nehmen. Ich könnte die Achsen nehmen, der hat neue Bremsen und so bekommen. Die sehen zwar jetzt im Moment, ich zeig's euch, weil er auch schon ein paar Tage steht, sind die auch am Gammeln wie Scheiße. Aber die sind vor, keine Ahnung, einem Jahr oder sowas neu gekommen und seitdem nicht viel gefahren. Radlager sind neu, also die Achsen sind eigentlich neu gekommen, die sind in einem richtig geilen Zustand. Da ist relativ viel neu. Die könnte ich so Plug and Play übernehmen. Ja, und eben noch ein paar andere Sachen. Wie gesagt, die roten Gurte sind geil. Der, das habt ihr gerade wahrscheinlich gesehen. Der hat ein geiles Lenkrad drin. Ich zeige euch das nochmal kurz. So, das Lenkrad finde ich relativ geil. Das könnte ich übernehmen. Ja, bei den Gurten müsste ich gucken, ob ich die sauber kriege und ob ich das wirklich möchte oder ob ich mir da vernünftige hole. Ja. Aber ich könnte einiges von dem Auto hier nehmen und dann in meinen Bomber reinsetzen. Ja. Wie gesagt, Freunde, es ist schwierig. Schreibt mir mal in die Kommentare eure Meinung, was ihr am liebsten sehen würdet, was ihr geil findet. Um mir vielleicht auch ein bisschen die Entscheidung einfacher zu machen. Ja, das soll es dann aber an der Stelle auch mit dem Video gewesen sein. Ich glaube, es ist lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Projekt. Ich hoffe, ihr seid wild. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Haut rein.